Rip, Rip Speaker und herzlich willkommen Shadow Riven und damit herzlich willkommen zu Part 12 von Vertical Drop Heroes HD. Ein Spiel, das mir wirklich richtig Laune macht, ähnlich wie damals, Rogue Legacy, das war auch richtig geil gewesen. Das hier ist eigentlich ein ähnliches Game, macht ähnlich Bock und ich würde sagen, wir holen unseren Pack den Drachen aus. Genau, so machen wir das. Alter Schwede, was geht denn hier schon wieder ab? Alter, was ist? Ah, da oben ist so ein Demonic Rogue. Jo, also könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr Bock drauf habt. War echt ein witziges Gamechen auch. Ist alles in meiner Beschreibung zu sehen, wenn ihr Lust darauf habt. So, hier hätten wir noch so einen geilen Krieger, der alles kurz und klein macht. Schadenerhöhung, jo, mal ist mal mit. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, Rogue Legacy hat mir damals auch richtig Bock gemacht. So bin ich eigentlich an diese Rogue-Spiele gekommen, die sind schon eigentlich immer witzig. Vor allem so für zwischendurch mal reinzumachen und einfach da so ein bisschen rumzuleveln, ist das einfach immer eine coole Sache. Man erlebt eigentlich witzige Dinge und dumme Fails und so Geschichten. Oh, ich könnte hier direkt den Level freischalten, können wir uns mal überlegen, ob ich das wirklich machen will. Am liebsten würde ich aber immer noch halt die Charaktere aufstufen, das finde ich irgendwie immer noch so mit am sinnvollsten. Und da ist der Drache Geschichte, ui, und wir kriegen einen Lebenspunkt dabei und so weiter. So, aber den müsste ich eigentlich nur einfrieren und dann attackieren. Oh Mann, bin ich scheiße. So. So ist es. Wunderschön. Erfahrungspunkte bekommen und so weiter. Geht doch. So schwer ist es doch nicht. Hier können wir uns die Fähigkeit wieder aufladen. Und sind in eine Falle geraten. Ui, das ist doch schön. Oh, was ist dann? So, aber mit dem einen Leben, das man immer dazu bekommt, das ist schon mal ganz nett. Da lacht da unser Held. Da lacht's Gesicht. So, und weiter geht's. Und ich würde sagen, roter Drache, mach was. Ole, ole, roter Drache. Was war das eigentlich? Stimmt, die Fähigkeit hier haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Warum eigentlich? Achso, ich bin einfach durchgerannt. Wusste nur, ich muss hier mal wieder hin. Jetzt sind wir ja da. Was gibt's dann? Schatten. Erwerbe diese neue Kraft für zukünftige Helden. Verwandle deinen Helden in einen Schatten, welcher für 3 Sekunden immun gegen Nahkampfattacken ist. Gegner im Nahkampf zu töten, verlängert die Dauer des Schattens. Oh. Wie krass ist denn das? Ich sag mal Schatten plus Blutrausch gleich Amok, oder? Wäre eigentlich geil, oder? Ich würde sagen, das kaufen wir mal, die Fähigkeit. You have unlocked Schatten for all future heroes. Verwandle deinen Helden in einen Schatten, welcher 3 Sekunden immun gegen Nahkampfangriffe ist. Gegner im Nahkampf zu töten, verlängert die Dauer des Schattens. Normalerweise ist es bei so Spielen immer umgekehrt, dass dann der Schatten aufgelöst wird, aber jo, finde ich natürlich gut. Definitiv, geil. Da wäre noch so eine, was geht denn hier ab? Bleib mal ganz locker. Alter, nein, ich starb. Fuck. Oh, Mann. Ja, da ist er auch down. Oh, ey, wie stark ist denn der? Oh, Sandritter. Smasher und Reich. Oh, Mann. Langsame Bewegung, minus 20%. Oh, Shadow Riven der Zweite. Nur mit Spider Bane. Raffinesse. Ne, ich würde sagen, wir holen wieder ihn. Oh, Mann, Leute, sorry, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Mehr Leben wäre das sinnvoll. 7 Leben mehr. Jo, dann fallen wir mal nicht so schnell um. Das geht langsam echt auf den Keks. Mann, wie kann man so kacke sein? Das gibt's doch nicht. Da sind wir wieder im Koboldwald, wie das aussieht, oder? Voll ungewohnt wieder. Ach, Mann, jetzt kann ich den ganzen Kack hier wieder machen. Das ist hin zu fassen. So, komm her, Drache. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Sachen zu sammeln. Mach alles down. Zerstöre die Wut des Shadow Riven. Spürt sie. Spürt die Wut. Das ist so sinnfrei. Spürt sie. Was ist das hier? Unsichtbarkeit. Ah. Shadow Riven hat seinen Drachenkollegen dabei. Und ist echt sauer irgendwie. Ja. So, du Dämonik Vollidiot. Komm her. Und verreck. Verreck einfach nur. Aha, geht doch. Mann, wie nervig, ey. Ist das ein Idiot gewesen? So, 71 Leben. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Schaden 12 bis 19. Und jetzt kommt die böse Rache. Feinde herbeirufen, so ist es. Und ich würde sagen, sollen wir die Drache wieder rauslassen? Nee, jetzt nicht, wir sind ganz unten. So, komm, bam, stirb und reinhauen, wey, stirb, jawohl. Mann, ist das sinnfrei. Aber es macht echt Laune, auch wenn man dann mal so doofe Fails drin hat, wie jetzt gerade von mir.
Es ist trotzdem ganz witzige Angelegenheit. So, und ich würde sagen, Rotor Trache, zeig dich. Wo laufe ich hier hin? Was mache ich da? Was war das da hinten wieder? Werde ich hier wohl, irgendein Schwachsinn. So, Leben haben wir ein bisschen was. Dinger hier haben wir gemacht. Da sind noch ein paar Gegner, an denen bin ich vorbeigerannt, warum auch immer. So, und da holen wir uns die Kohle mit. So, und jetzt kommen wir hier mal weiter voran. Das darf echt nicht wahr sein, ey. Wahnsinn. Wie sieht's aus von den XP her? Auch gut, Level 5 sind wir. Da hinten das Ding könnte ich eventuell noch aufschließen. Jo, machen wir noch. Die Truhe hier. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Weiß auch nicht, ob das immer so sinnvoll ist, wirklich die Sachen da zu öffnen. Oder mal da irgendwie zu sparen. Da könnte ich auch mal an einem Boss einfach vorbeigehen und so, wenn es mal zu heftig wird und so weiter. Naja, so, Fähigkeiten wieder aufladen. Was eigentlich auch kein... Wie gesagt, ich teste es mal gerade. Ich zünde wieder Drache. Wenn ich jetzt in den nächsten Bereich gehe, dann ist doch, ja, ist alles wieder voll. Also müsste ich das sogar eigentlich anders nutzen, als ich das die ganze Zeit mache. Eigentlich alle Fähigkeiten raushauen, Drache widerrufen, wieder durchlaufen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Und ich würde sagen, jetzt hol mal unser Freund ist wieder da. Da ist er. Ja, wir brauchen dringend immer den ersten Angriff. Der muss so hardcore sitzen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Schaden. Das Schaden ist schon nichts Unwichtiges in dem Spiel. Eigentlich alles. Leben, Schaden, auch die XP-Erhöhung. Alles ist da irgendwie wichtig. Da kommt man mal weiter, kann mehr leveln. Was weiß ich, was hier mit den Grabinschriften. Achso, Feinde. Okay, machen wir. Juhu. Historische Grabinschriften und was weiß ich. Hat er gestanden. Jo. Dann würde ich sagen, Kollege Drache ist mal wieder am Start. So, was ist mit dir? Wunderschön. Wie sieht's aus? Leben ist gut. Level ist auch gut. Sieht eigentlich alles insgesamt ganz gut aus. Ah, und der da oben will bestimmt seine Grabeinschriften da erledigt bekommen. Habe ich das schon gemacht? Nee. Ist es da hinten noch ein oder was? Hier hätten wir noch einen kleinen Held, den wir mitnehmen können. Der auch noch ein bisschen rumnervt. Nee, Unsichtbarkeit. Was? Level, erleben, genau, machen wir natürlich. Oh, was ist dann? ist Drache schon wieder down? Drache ist schon wieder irgendwie weg. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Teilzeitdrache. Nervt natürlich. Maximales Leben. Hui. Ah, da ist diese Inschrift. Level up, sehr geil. Und stirb, stirb. Auch ohne Drache und so. Jawohl. Wir sind ja doch schon ganz okay. Ich will das Schwert der Unendlichkeit, das wird bestimmt so witzig am Schluss, wenn man da alles freigeschaltet hat. Also bei dem Spiel traue ich mir es doch durchaus zu, dass man da ganz durchkommt. So, wunderbar. Pi und GP, wunderbar. Was ist denn da los? Zwei Bosse? Was? Hallo, seid ihr bescheuert? Jetzt drehen sie komplett am Rad? Egal, wir hauen alles um. Jo, dann schmeißen sie mal halt mal zwei Bosse hin, warum auch nicht? Gut, es ist mal egal. Vom Leveln her ist das schon nett. Hallo, ich würde gerne wieder raus. Ein sauberer Abschluss, so ist es. Es war ganz lustig, was du da gemacht hast. Held? Held, Shadowriven, der Zweite. Der sich auch einbildete, ein Held zu sein und dann vielleicht sogar einer war. Je, Wahnsinn. So, roter Drache. Mein Freund und roter Drache. Da sammelt er wieder ein. Alle Goldstücke und so weiter. Schön. Und da machen wir noch ein bisschen was. Stimmt, wir müssen noch mit dem Magier sprechen, ne? Das darf ich jetzt, sollte ich nicht verpassen, nennen wir es mal so. Komm, Shadow-Drachen, Kollege, da oben ist noch jemand. Oh. Nein, nein, okay. Nein, nein, okay. Nein, nein, okay, da ist er ja, der Magier-Kollege. Da brechen wir ihn. Hallo, Magier-Kollege, maximaler Damage hochgegangen, das ist natürlich nett. Achso, der holt das, den Kram mit. Danke, Drache. Den Magietrunk brauche ich jetzt nicht. Oder was bringt der überhaupt? Achso, hä? Nö, was bringt denn der? Hab ich schon nie drauf geachtet. Was bringt eigentlich der blöde Magietrank da? Fragezeichen. Keine Ahnung. Die endlose Wüste zum 80.000. Mal. Warum auch nicht? Macht ja immer wieder Spaß. Jo, wird echt Zeit, dass man da mal doch den ersten, zumindest mal den zweiten Level da freischalten, dass ich direkt in den zweiten kann. Der erste ist so langsam wirklich uninteressant. Die paar XP, die man da mitnimmt, das wird so ein Drache direkt auch kompensieren können. Also der wird das direkt, jo, da sich einkassieren, wie auch immer. Egal, vergesst es. So, achso, wir könnten eigentlich unseren Kollegen rufen, ne?
Jo, machen wir dann. Drachenkollege. Ui. 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 Au, au, au. Drache? Da ist so ein komischer Fernkampftyp. Aber egal, interessiert uns nicht. Wir haben 145 Leben. Das ist ja mal eigentlich okay. Sagen wir es mal so. Nein. Oh, Alter. Häng ich da in den Stacheln fest? Ist ja mal super nett. Oh, nee. Das machen wir. Mann. So, und hier 150, da könnten wir mal in den Level 3 direkt. Das habe ich jetzt mal gemacht. Stimmt, wir müssen den Port dann eh mal freischalten. Also mal machen überhaupt. So, Magie. Ist das XP oder was soll das sein? Diese blauen Tränke da. Kann ja fast nicht anders sein, oder? So, und wir sind aufgestiegen. Und da kriegt der Werwolf mal auf den Sack. Und ich auch. Ich hab den Bogen raus, meint er. Oh, Nahkampf, Nahkampf. Ui, 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 nein, jawohl. Oh Mann, ist das sinnfrei. So, und ab nach oben. Bisschen Lebenspunkte irgendwo abkassieren. Aber wie gesagt, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wie gesagt, jo, bla. Drache. Sehr schön. Drache regelt mal wieder. Und zwar ordentlich, wie ich finde. Drache, da ist jemand. Drache. Ja, es ist ein blinder Drache. Er hat so seine Probleme mit dem Sehen. So, jetzt gucken wir mal. Blau. Füllt das irgendwie die Fähigkeiten wieder auf? Bin ich gerade irre? Was könnte das auffüllen? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch. Ach so, vielleicht wenn ich ein Magier bin. Nur dann spielt das vielleicht eine Rolle. Das kann sein. Ich war noch nie ein Magier. Magier sind überbewertet. Also zumindest mal hier. Glaube ich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind sie sau stark und ich habe es nie gespielt und muss mich dann am Schluss ärgern, weil die sau gut waren oder so. Wahrscheinlich wird es wieder so ausgehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Töte und Level up. Sehr geil. Das ist gut. So, und da gehen wir mal weiter. Hui, läuft doch. Verlasse das Grab. Verlassenes Grab. Neue Kraft. Omnischlag. Erwerbe diese neue Kraft für zukünftige Helden. Teleportiert dich rasend zu mehreren sichtbaren Gegnern und attackiert diese innerhalb kurzer Zeit. Jo, komm, machen wir dann. Omnischlag ist jetzt ausverkauft. Ja, wir müssen ja halt gucken, dass ich die Eigenschaften kaufe. Was weiß ich, wann mir die wieder vorgeschlagen werden. Ich weiß auch nicht, wie selten die in Anführungszeichen dann nochmal sind oder sein können. Ja, und deswegen will ich da jetzt nichts riskieren, da irgendwas zu verpassen. Oh, da fahren wir wieder hoch. Da fahren wir wieder. So, und da habe ich mir den Weg gemerkt. Links. Links. Rechts. Nein. Held. Und das ist das wieder ein pupsender Held? Man weiß es nicht. So, hier gibt es bestimmt den Auftrag mit den Helden, oder? So viele Helden, wie es hier gibt, würde ich schon mal fast behaupten. So, und da würde ich sagen, warum hole ich nicht eine rote Drache raus? Das mache ich dann. So. Aber wir haben etliche Helden schon dabei, die sich hier mit dem Dämonik Idioten anlegen können. Was natürlich geil ist. Wie sieht es bei mir so aus? Lebensbalkentechnisch? Oh, gut, okay. So, bam. Und da ist er down. Haha, die Rache kam. Entsprechend, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das ist echt so schlecht. Jo, einfach durchmarschieren. Wey, Drache, gib mir irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Alter Schwede. Geht's hier ab. Jo, alles klar. Drache regelt. Jo, alle Regeln sozusagen. Ich spreche noch der Rambo-Mann. Rambo-Heldenmann. Der ist auch immer ganz witzig, finde ich. Oh, da ist eine Mimik. Ach, klasse. Gab's jetzt hier so ein Auftrag von so einem König, der seine Helden zurückbraucht und will und wie auch immer. Keine Ahnung, ich glaub nicht, oder? Sah nicht so aus, irgendwie roter Drache. Na, oh, stimmt, er hilft auch gegen die Viecher. Das ist, also gegen die Mimics, das ist schon ganz witzig. Da hinten ist noch eine Mimik. Warum? Weil sie sich bewegt, wie wir das schon so oft gesehen haben in verschiedenen Spielen. Ach egal, jetzt so. Die bleibt liegen und da ist der Endboss. Und da sind irgendwelche kleinen Viecher, an denen ich mich vielleicht noch ein bisschen hochziehen könnte, weil die hier spawnen ja immer wieder neue und dann kriege ich vielleicht genügend EP, um aufzusteigen, was glaube ich echt so ist. Jawohl, so ist es. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Och, ja, der zerlegt aber mal ordentlich, du Kollege hier. Aber seht ihr das, wie mit dem Abziehen, ist ja Wahnsinn. Krass, oder? Also ich glaube, das hier könnte echt ein super geiler Durchgang werden. Der Held hier ist echt brutal geil. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Absolut nichts, um genau zu sein. So, aber hier komme ich nicht mehr gut hin. Aber trotzdem kann ich noch nach oben. Das machen wir noch. Rennen hier nochmal durch, holen noch ein paar Sachen mit. Zum Beispiel sowas wie einen Schlüssel hier oder noch ein bisschen Kohle. Nö, machen wir doch nicht.
So, hier hätten wir aber noch die Möglichkeit, eine Schatztruhe mitzunehmen, die keine Mimik ist. Ja, gibt es auch wieder ein bisschen EP. Hätten wir jetzt können alles sozusagen liegen lassen. Ah, da ist ja der König. So, gibt es auch noch irgendwas. Ich glaube, Level-Up haben wir jetzt bekommen oder was. Da ist noch eine Mimik. So, stirbt Mimik. Ja, Schaden ist eigentlich auch ausreichend. Ist okay, sagen wir es mal so, für das, was wir da spielen. Tja, zu der Kiste konnte ich, zum Schlüssel konnte ich jetzt irgendwie nicht, obwohl ich nach rechts geklickt hatte. Ein Charge. Ah ja, genau. Genau, vom Blitzstrahl. Okay. So sieht es nämlich aus. Nein. Oh Mann. So, dann wissen wir auch, was das bringt. Haben wir das auch mal gelernt. So. Haben wir gelernt. Hui. Was kann das Ding da wieder? Diese Statue. Ah, meine Nase juckt. Nase. Juckende Nasen sind echt brutal. Das kann echt heftig werden. Maximalen Schaden für 24 Gold. Nö. Ich will die Goldsachen jetzt mal sparen. So, da haben wir unser XP und Gold. So, fertig. So, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Da freue ich mich schon speziell drauf. Dann gehen wir in Level 5 oder so. Und dann sehen wir mal weiter. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Shadowriven ist am Start. Und jo, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.